Herr Hanger, Sie kandidieren jetzt für den Nationalrat auf aussichtsreicher Position. Sie wechseln quasi von der Kommunalpolitik in das Parlament, wie es ausschaut. Ist das ein Sprung für Sie, der reizvoll ist, oder was war der Grund, dass Sie sich dafür entschieden haben? Natürlich, sehr spannende Herausforderung. Wobei vielleicht einmal ganz wichtig zu sagen ist, der Weg dorthin ist noch ein sehr, sehr weiter, ein sehr herausfordernder, ein sehr spannender. Die ÖVP in Niederösterreich hat sich als einzige wahlwerbende Partei dazu entschlossen, ein wirklich direkt demokratisches System dem Wähler anzubieten. Das heißt, ich werde voraussichtlich die Sitzungen, die Gremien tagen da in den nächsten Tagen, wie Sie durchaus richtig erwähnt haben, an aussichtsreicher Stelle kandidieren. Das heißt aber noch nicht sehr viel, weil es wird insgesamt 12 Kandidaten geben im Wahlkreis und die Mandate werden diejenigen Kandidaten besetzen, die meisten Vorzugsstimmen bekommen. Das heißt, der Wähler in unserem Wahlkreis, sind die Bezirke Melk, Scheibs und Amstetten, werden darüber entscheiden, welche Kandidaten in den Nationalrat einziehen werden. Nun ist es so, dass die Kommunalpolitik doch vom Image her noch sehr gut besetzt ist. Je höher man hinaufschaut, desto weniger positive Rückmeldungen bekommt der Politiker von seinen Wählern. Ist das nicht auch ein interessanter Aspekt? Warum tun Sie sich das an? Naja, Politik ist zum einen, da haben Sie vollkommen recht, manchmal doch auch ein sehr, sehr schwieriges Feld und viele, viele Dinge sind da passiert in der Vergangenheit, die ich auch nicht mittragen will, die ich natürlich auch auf das Schärfste verurteile. Zum Beispiel? Naja, wenn ich an die ganzen Korruptionsskandale denke, die in den letzten Monaten und Jahren passiert sind, dann sind die auf das Schärfste zu verurteilen. Aber gleichzeitig bietet halt auch eine Wahl die Chance eines Neubeginns. Ich sehe mich als junger Kandidat, ich sehe mich als frischer Kandidat. Ich sehe mich auch als unverbrauchter Kandidat, der mit seinen Ideen jetzt in diese Wahlwerbung hineingehen will und letztlich auch ein bisschen ein Zeichen des Neubeginns setzen will. Und das ist meine Intention, die da dahinter steht. Der Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, hat Sie als Macher bezeichnet. Jetzt ist es aber so, wenn Sie in den Nationalrat einziehen sollten, werden Sie dieses Machen nicht mehr so tun können wie jetzt, wo Ihre Stärken liegen. Na, er hat, glaube ich, nicht Macher gesagt, sondern Umsetzer. Also der Begriff ist mir auch lieber, weil er einfach zum Ausdruck bringt, und das ist mir auch sehr wichtig, nicht nur von Dingen reden, wir diskutieren manchmal sehr viel, auch im politischen Umfeld, sondern es ist enorm wichtig, auch Dinge umzusetzen. Das habe ich, glaube ich, in der Regionalpolitik ganz gut bewiesen. Diese Devise habe ich natürlich dann auch für den Nationalrat. Da geht es natürlich stärker auch um theoretische Materien, da geht es um Gesetzesvorlagen. Aber auch dort habe ich natürlich das Ziel, nicht nur von Veränderung zu sprechen, sondern auch Veränderung umzusetzen. Welche Veränderung würden Sie sofort anstreben, wenn Sie es könnten? Es sind ein paar Themenbereiche, die mir unheimlich wichtig sind. Grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich meine Themen sehr stark auf den Rollen aufbaue, auf den Funktionen aufbaue, die ich in meiner Region habe. Da sehe ich zum Beispiel gerade im Bereich, wenn ich zum Beispiel meine Rolle als Bezirksstellenleiter des Roten Kreuz anspreche, da sehe ich zum Beispiel gerade im Bereich der Pflege wirklich Handlungsbedarf. Persönlich bin ich immer der Meinung, dass diese demografische Entwicklung, die in Europa da ist und natürlich auch in Österreich, dass das vielfach in den Köpfen auch der Politiker noch nicht angekommen ist. Es wird eine Herausforderung werden, wie wir zum Beispiel zukünftig den Pflegebedarf abdecken, und diese Themen würde ich gerne offensiver angehen. Ich würde gerne Themen angehen. Ich glaube, wir sollten auch den Menschen, den heute 40, 45, 50-Jährigen wirklich ehrlich sagen, dass das derzeitige faktische Pensionsantrittsalter nicht machbar sein wird. Da wird es Programme brauchen, das zu verändern. Auch diese Themen würde ich gerne offensiver angehen. Den Menschen einmal ehrlich sagen, wir werden länger arbeiten müssen. Umgekehrt müssen wir natürlich auch ganz gut überlegen, wie schaffen wir es, dass die Leute, die Menschen in unserem Lande gesund im Arbeitsprozess bleiben. Wie schaffen wir Rahmenbedingungen, damit sie auch länger arbeiten können. Also das sind Themen, die würde ich unmittelbar und sehr gerne gleich angehen. Noch einmal zurück zum politischen Stil. Sie werden sich dann zukünftig mit Leuten wie Stronach abfinden müssen und auch diskutieren. Sehen Sie da auch Möglichkeiten, diesen politischen Stil mit zu verändern? Naja, man kann halt nur das beitragen, was man ad personam machen kann. Was mein Beitrag sicher sein wird, eine hohe politische Kultur zu pflegen. Ich persönlich liebe den Diskurs, ich liebe die Debatte, aber es ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, immer auf welchem Niveau
man das abführt. Und da werde ich sicher meinen Beitrag dazu leisten, dass das eine inhaltsstarke Diskussion ist, dass das auf einem entsprechenden Niveau passiert. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dem politischen Mitbewerb auch Wertschätzung zu geben. Das heißt, auch wenn eine gute Idee muss nicht ausschließlich jetzt von uns kommen, sondern kann natürlich auch vom politischen Mitbewerb kommen. Und diese Ideen sind auch wertzuschätzen. Und man muss, glaube ich, auch immer gemeinsam versuchen, gute Lösungen für das Land zu entwickeln. We'll be right back.